Ich dachte, nach dem Spiegel, dem Handtuchhalter und den Bildern wäre ich fertig, aber Pustekuchen, meine Frau meinte, ich soll den einen goldenen Korken gegen den anderen goldenen Korken austauschen. An den Wasserhahn habe ich mich übrigens nicht rangetraut, also hat meine Frau einen Klempner kommen lassen, der hat auch nur knapp 750 Euro gekostet. Toll, hätte ich gewusst, dass Handwerker so günstig sind, hätte ich niemals selber einen Akkuschrauber angefasst. Da meine Frau sich aber immer so süß freut, wenn ich was mache, habe ich mich doch wieder an die Arbeit gemacht. Das Ding ab, geguckt, in welche Richtung es rausgeht. Altes Ding ab, neues Ding rein, festschrauben. Irgendwie ist das kurz. In dem Fall kommt es ja gar nicht auf die Länge an. Also in anderen Fällen auch nicht. Hat geklappt, Korken reingedreht, fertig. Dann noch dieses eine silberne Loch raus. Goldenes Loch ins Loch rein. Badezimmer 1 von 5 erledigt. Es sei denn, meine Frau will noch einen anderen goldenen Korken.